Klassiker, bei dem sich die beiden größten Vereine Spaniens begegnen. Ein Hallo aus dem Camp Nou. Ich bin Wolf Fuß und neben mir sitzt Hansi Küpper. Hallo Wolf, dieses Spiel wird bestimmt ein Fußballfest. Es ist soweit. Barcelona gegen Real Madrid. Abgefangen. Muss den Ball nach vorne bringen. Benzema. Mesut Özil. Das häuft sich jetzt, das wird zum Dauerproblem. Ihnen fehlt die Präzision beim letzten, beim entscheidenden Pass. Und jetzt Cesc Fabregas. Xavi. Und jetzt Cesc Fabregas. Xavi. Cesc Fabregas. Jetzt kann er es probieren. Alexis Sanchez. Jetzt der Abschluss. Ein super Tor. 1:0. Top Zusammenspiel und am Ende ein richtig schöner Treffer. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herausgespielt wurde. Traumstart. Irgendwie waren sie noch mit einem Bein in der Kabine. Jetzt liegen sie hinten und jetzt wissen sie ganz genau, wir müssen zulegen, wenn wir das hier korrigieren wollen. Jetzt Kaká. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Jetzt hat er die Chance. Und er schießt. Jetzt aber. Treffer versenkt. Real Madrid gleicht aus. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Er macht den Fehler. Der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Wir sind auf Remi-Kurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt. Kaká. Gut abgefangen. Da ist die Chance zu flanken. Auf das Ding hat er gewartet. Der Ball ist im Netz. Die große Frage, ist mit diesem Tor die Entscheidung gefallen? Zeigt er, was er drauf hat. Also man kann wirklich nicht behaupten, dass sie ihn hier aus den Augen verloren hätten. Im Gegenteil, sie waren ganz nah dran und er hat es trotzdem gemacht. Jetzt sind sie vorne. Und jetzt Can. Er bekommt den Pass in guter Position. Schießt ihn aufs Tor. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Über die Abwehr hinweg. Ein weiterer Einwurf. Marcelo. Was macht er? Modric. Di Maria. Di Maria. Benzema. Da ist die Chance. Und er zieht ab. Treffer versenkt. Real Madrid gleicht aus. Dieser Treffer zeigt wieder einmal, was in dieser Mannschaft steckt. Das ist Spielverständnis. Das ist Kombinationsfreude. Das ist ein sensationell herausgespieltes Tor. Ein irres Fußballspiel. Wahnsinn.
Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Eiskalt vorbei. Unglaublich. War es das für Sie? Er spielt den perfekten Pass zu seinem Mitspieler. Schönes Zuspiel, kein Abseits, prima verwandelt. Das ist die Führung. Wer, wenn nicht er, ihm gelingt in diesen Wochen fast alles. Sergio Ramos. Und jetzt Kaká. So geht schnell das Kurzpassspiel. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Was für ein Abschluss. Real Madrid gleicht aus. Da zeigt er, was er drauf hat. Hut ab. In allergrößter Bedrängnis macht er trotzdem sein Tor. Und damit ist alles Makulatur, was wir bislang gesehen haben. Alles wieder auf Null. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich zu früh gefreut. Und zurück zum Keeper. Und jetzt Modric. Und jetzt Modric. Der kommt wunderbar durch. Und jetzt Can. Und jetzt Modric. Mesut Özil. Mesut Özil. Er steckt ihn durch. Und die Möglichkeit. Versenkt. Sie haben zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Und wie? Der Treffer zeigt, wie viel Finesse, wie viel Vermögen, wie viel technisches Verständnis in dieser Truppe steckt. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial ist. Und damit war es das mit der ersten Hälfte. Sie dominieren dieses Spiel doch nach Belieben. Die Tore waren die logische Folge und die Führung ist groß. Die Rechnung ist hier noch nicht geschrieben. Nur ein Treffer trennt beide Mannschaften. Barcelona gegen Real Madrid. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Ja, da stand er hinter dem letzten Verteidiger. Und auch wenn es hart ist, das war abseits. Gutes Auge des Assistenten. Jetzt Piqué. Dani Alves. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Und jetzt Sergio Ramos. Gut gemacht, gut verteidigt. Und jetzt Cesc Fabregas. Der Aktion wird nichts. Und jetzt Cesc Fabregas. Messi. Wird es ein Abstoß? Und jetzt Pepe. Und jetzt Puyol. Jetzt Can. Jordi Alba. Da ist er dran.
typischer Fall von ab durch die Mitte, typischer Fall von mit dem Kopf durch die Wand. Die Falle des Assistenten ist oben und die Abwehrspieler sind erleichtert aus. Irgendjemand sagen, dass ein Spielfeld in der Regel über 60 Meter breit ist. Das ist guter Fußball. Zauberer Mann. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Klare Foul hier. Freistoß. Wir können es von hier aus direkt probieren. Und jetzt Sergio Ramos. Und da ist Endstation. Und jetzt Iniesta. Messi. Ah, da muss der Ball besser kommen. Di Maria. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Pedro.
wunderbare Kombination. Möglichkeit von außen. Abgefangen. Und das war's. Die 90 Minuten sind um. Das heutige Spiel hat einmal mehr gezeigt, dass wir es mit einer erfahrenen Mannschaft zu tun haben. Vor allen Dingen psychisch gefestigt. Man ist nicht in Panik.